Willkommen zurück bei Dark Souls. Immer noch in der gemalten Welt unterwegs. Der da oben spuckt immer noch so ein gefährliches Feuer auf uns. Ich weiß gerade nicht, wie ich den da vorlocken kann. Der hier kam uns entgegen, deswegen gehen wir auch erstmal hier runter. Vielleicht finden wir ja hier schon mal was Nettes. Ja. Da hinten spuckt auch noch mal einer ein bisschen mit Feuer um sich. Komm. Ja, da komme ich nicht schnell genug weg, wenn ich die starke, beidhändige Attacke mache. Ja, da haben wir nämlich hier links, das dürfte, oh, ich bin doof, irgendein Glut sein. Die dunkle Glut. Ah. Fuck! Den zweiten habe ich nicht gesehen. Dunkle Glut, was könnte man denn damit nochmal machen? Dunkle Waffen. Nee, wie hießen die denn? Ach Gott, das ist alles so lange her. Schnauze. Ach Gott, das macht so viel Spaß. Bevor wir in den Anbau wieder reingehen, nehmen wir die hier alle nochmal mit. Boah. Die Seelen lassen wir uns jetzt mal nicht entgehen. Verdammt! Habe ich da oben tatsächlich zwei blöde Harpien getötet? Bogen können wir vielleicht auch mal irgendwann upgraden. Müssen wir mal ein paar kleine Scherben kaufen. Fahren möchte ich die jetzt nicht unbedingt. Ein paar Pfeile brauchen wir auch. Ja. Da bin ich zu langsam mit Pfeil und Bogen, deswegen müssen wir da jetzt mal so hoch. Oh, das wäre schön, da schießt einfach drüber. Weiß, hier kam auch Harpien. Da, eine. Es waren doch auch hier zwei, oder? Ist das da oben erst die zweite? Hau ab, du Miststück. Oh, der war gut. War das gerade der Hornissenring, der da eingeschlagen hat? Mit dem deutlich mehr Schaden beim dritten Schlag. Wunderschweigegelübde oder sowas. Waffe ist in Gefahr. Ja, ich sehe schon, die macht hier nicht mehr so viel Schaden. Verdammt! Ich habe... Oh, Gott sei Dank. Ich habe Reparaturpulver dabei. Okay, da war gerade wieder der Hornissenring, der ordentlich mehr Schaden rausgeholt hat. Ja, verdammt, wir müssen erstmal die Waffe... Ach, hier sind wir zu dem Item gekommen. Ja, genau. Maske der Welka, schwarze Klerikerrobe, schwarze Manschette und schwarze Strumpfhose. Auch ein ganz ansehnliches Set. War hier noch irgendwas? Nö. Ich hoffe, das war's jetzt da oben. Ach, ich verhonk. Das war's natürlich nicht. Ich muss meine Seelen noch wiederholen. Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Jetzt weiß ich auch, was unsere Seelen. Die hole ich natürlich wieder. Hm. Ja gut, der Weg, der ist jetzt... Oh, hat doch einer was fallen lassen. Ein Speer. Ich habe das Level am Anfang verflucht. Beim ersten Durchlauf, dann als ich irgendwann mal hier reinkam. Oh, Moment. Ha! Gucken wir uns gleich an. Aber dann
Weil das auch, es ist schon verschachtelt. Sieht nur relativ einfach aus, weil ich größtenteils noch weiß, was wo ist. Scheiße. Machen wir auch nicht so viel Schaden bei denen. Jetzt hier nochmal die Harpien oder? Wie Seelen waren das denn? Oh, einige. Die reichen auf jeden Fall für ein Level ab. Ekelpaket. Widerlich. Naja, wir müssen auf jeden Fall die Waffe erstmal reparieren. Ich verstehe gerade gar nicht, warum die. Oder machen die Monster unsere Waffen kaputt? Bricht bestimmt gleich. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Die hat noch 22 Haltbarkeit. Hier ist die Holzbrücke, die ich mal weiter. Velkas Degen. Auch schön. So, komme ich jetzt hier ohne Probleme irgendwie zurück? Nee, pass mal auf. Wir nehmen den originalen Weg, gehen runter, reparieren die Katana. Und dann gehen wir mal zum Boss. Der Boss hier, der hat eine Besonderheit. Das ist, glaube ich, einmalig. Im Vergleich zu allen anderen Bossen hier in Dark Souls. Wir reparieren das mal. Gott sei Dank haben wir die Reparaturkiste gekauft. Können wir nochmal aufsteigen? Ja, locker. Beweglichkeit nochmal. Ach komm. Weil es so schön ist, nehmen wir die hier nochmal mit. Dann können wir nachher mal in kleine Scherben investieren und in unseren Fahrtesbogen auch mal ein bisschen besser machen und nochmal Pfeile kaufen und. Bin gerade am überlegen, habe ich das Spiel? Eigentlich wollte ich es wirklich nur so durchspielen, dass wir zum Endboss kommen, den weghauen und dann hat sich's erledigt. Aber versuchen, scheiße, jetzt ziehe ich gerade auf den Sack, noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Noch sind wir ganz gut unterwegs. Jetzt schon leider recht heilungsintensiv, nur noch 4 Flakons. Gut, ich hätte ja auch mal das Feuer entfachen können, dann hätten wir 10 mitnehmen können. Gut, dann gehen wir mal durch das große Tor und hier vorsichtig sein beim nach hinten laufen. Nicht nur, dass hier vorne ein Bogenschütze kommt, der jetzt noch nicht so das Problem ist, aber da rechts, da steht noch einer drin. Wenn er auf den Bogenschützen drauflauft. Nein! Ach Mann, den wollte ich natürlich nicht anvisieren, sondern den hier. Haha. So. Du hier noch und dann kommt von hinten noch welche. Das ist auch eine miese Masche. Und was jetzt noch gemein ist, da hinten ist nochmal so ein großer Ritter. Und der kann, glaube ich, einen großen. Große Scherbe oder einen grauen Brocken? Ich glaube, eine große Scherbe. Oh. Oh, da hatten wir jetzt aber Glück. Ja, eine große Scherbe. Dann gab es eine große Scherbe hier. Ich wusste, irgendwo gab es hier eine große Scherbe. Gut, dann nicht bei diesen Schild-Sperrtypen, sondern hier beim Schwarzritter. Schwarz-Schildritter. Irgendwie so. Okay. Da ist der Boss. Priscilla heißt die. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, sorry. Wir reden erstmal mit ihr. Erstens ist das eine Besonderheit, dass wir mal mit einem Boss reden können. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not.
Sie gibt uns den Hinweis, wir können gehen, wenn wir wollen. Müssen sie nicht bekämpfen. Dieses wunderschöne Wesen mit dem Schwänzchen hinten dran. Und dieser Sense. Die Sense könnten wir uns auch bauen. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir erledigen die. Und die Besonderheit des Bosses ist... Habe ich denn den Eibeseitiger drin? Schwachsinn. Achso, weil wir den das erste Mal gefunden haben. Dass die sich unsichtbar macht. Als allererstes werde ich mal die Waffe. Und jetzt macht sie sich gleich unsichtbar. Und man erkennt, wo sie hinläuft anhand der Fußspuren. Man sieht natürlich unsere, man sieht aber auch ihre Fußspuren. Und wo sie schlägt. So, hier ist er. Okay, jetzt hat sie uns erwischt. Fuck, wo ist sie jetzt hin? Ich sehe sie gar nicht. Ich glaube, die springt auch immer mal rum. Hier. Wir haben jetzt auch keine Bossleiste. Die taucht auch ab und zu mal zwischendurch auf. Okay, ich stelle mich dann wirklich ein bisschen dämlich an. Hier ist er. Da. Das ist eine geile Mechanik, wie ich finde. Blutverlust. Huch. Ich renne mal weg in der Hoffnung, die trifft mich jetzt nicht mit irgendwas. So, hier. Boah, das gibt's doch nicht. Wir können die halt nicht anvisieren. Taucht nach einer gewissen Zeit wieder auf. Jetzt hatte ich mal Glück, blocken zu können. Okay, hier ist er. Scheiße. Ich hab das Schild runtergenommen, weil ich mal schlagen wollte. Hallo. So, hier ist er wieder. Okay, jetzt hat sie daneben geschlagen. Die hat nicht mehr viel. Da ist er. Ja, jetzt sehen wir sie auch. Komm her. Nein. Tut mir leid. Mischwesen bis Schiller. Na, danke für die Seele. Bis denn. Seelen. Gut, dann war es das mit der gemalten Welt von Ariamis und dann gehen wir hier hinter und springen runter. Heimkehrknochen erhalten. Jetzt sind wir wieder hier, wo die ganzen Typen rumstehen. Ich benutze jetzt einfach mal einen. Können wir uns dann gleich wieder wegteleportieren. Ah, da kommen wir hier raus. Gar nicht in der Welt von Ariamis, aber da können wir uns trotzdem hin teleportieren, wenn wir das denn wollen. So, dann steigen wir nochmal auf. Einmal Beweglichkeit plus 4 Schaden. So, okay, dann gehen wir zu der Gemeinde der Untoten und leveln mal ein bisschen den Fachesbogen auf. Dann brauchen wir ein paar kleine Scherben. Da gab es, glaube ich, den schwarzen Jägerbogen, den ich mal meinte. Ah ja, hier kannst du die dunkle Blut von mir aus haben. Den Jägerbogen. Den schwarzen Jägerbogen oder so gab es dann, glaube ich, im zweiten Teil erst. So, und ja, schade auch, dass es im zweiten Teil überhaupt nicht sowas gab wie die gemalte Welt von Ariamis mit so einem, dass man erst halt ein Item finden muss oder überhaupt sowas Verstecktes. Naja, gut, weiter geht's. Gegenstände kaufen, ein paar kleine Scherben brauchen wir mal. Ich glaube, 6 brauchen wir. Na, wo kommen die Bogen hier? Faches Bogen. Das ist 1, das ist 2, das ist 3 und plus 4. Okay, 3 kleine können wir noch kaufen.
So, und schon macht der ganz gut Schaden. Ah, plus 6 können wir auch schon machen. Oh Mann, der haut ganz gut rein. Oh, 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 oh. Ast rein, ey. Können wir den nicht nochmal? Ja, plus 7. Der gefällt mir. Große Scherben kriegen wir bei dem anderen Schmied in Anno Londo. Kann ich hier bei dem ein paar Pfeile kaufen? Ja, komm, wir nehmen mal ein paar mit. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar. Okay, eine noch. 300. Haben wir denn die bodenlose Kiste schon? Oh, wir brauchen noch Seelen für eine bestimmte Sache. Haben wir da schon eins? Wanderfluch nennt sich das, was wir jetzt brauchen. Nee, haben wir nicht. Haben auch ein paar Seelen. Jetzt überlege ich. Ja, können wir noch ein paar Seelen poppen. Wir gehen jetzt erstmal runter in die Ruinen von Neu Londo. Und da, das hätten wir eigentlich schon mal viel früher machen können. Gibt es relativ am Anfang, aber ich wollte es mir aufsparen, bis wir es komplett machen. Auch nochmal eine Feuerhüterseele. Und das hatte ich schon mal erwähnt, da unten gibt es Geister, die man nur mit einer bestimmten Waffe erledigen kann. Oder halt, wenn man Wanderflug auf die jetzige Waffe angelegt hat. So, und da hinten rechts unter der Brücke, da wo das Item liegt, da sehen wir noch jemanden sitzen. Man kann nämlich von hier da über die Brücke springen, ist ein richtig beschissener Sprung. Und der verkauft uns dann die Rüstungen der Gegner, die wir schon verkloppt haben. Unter anderem auch von Ornstein. Deswegen hatten wir den zum Schluss gekillt, weil wir dann die Rüstung von dem dort hinten kaufen können. Kann man sich denn hier safe runterfallen lassen? Landet man denn dort? Wir probieren das gleich mal. Wir kaufen erstmal den Wanderfluch. Ich glaube 2000 kam da eins. Und zwar gibt es das hier hinten bei dem Händler, da geht es runter in die Tiefen. Mahlzeit. Scheiße. Naja gut, wir können zwei kaufen. Die droppen wir auch sehr gut da unten, muss ich dazu sagen. Wir können ja mal den Hornissenring an. Der bringt uns da unten nicht so viel erstmal. Wir ziehen mal den goldenen Schlangenring an. Ich fresse. Nein, nicht Idiot. Ich habe nicht gesehen, dass wir schon 10 Menschlichkeit haben. Wir hatten immer 9 Menschlichkeit. Na, ist egal. Jetzt haben wir nämlich das Maximum. Oder warte mal. Genau. Das Maximum an Beutefähigkeit, nämlich 410, das habe ich jetzt gerade weggemacht. Da rechts, ganz rechts, das vorletzte Beutehäufigkeit 410. Mehr gibt es so nicht. Und dann wird bestimmt der ein oder andere Wanderflug da unten auch mal droppen. Ah, okay, gut. Der ist schon in der Quickleiste unten drin. So, was wir jetzt probieren. Versuche mal darüber zu springen. Ich hoffe, das klappt. Sei Dank. Es muss auch unbedingt alles so eng gebaut sein, ne? Guckt euch das mal an. Also da ist nicht viel Platz zwischen mir und dem Abgrund. Wegen der Opferung. Vielen Dank. Mahlzeit. So. Ach, Goldharz hat er auch dabei. Schön, eine bodenlose Kiste. Ach, der gibt auch nochmal den Generalschlüssel. Das wusste ich gar nicht. Nur wenn man an dem Punkt ist, ist es fast schon zu spät. Kristallschwerter. So, und der hat auch die Rüstung. Helm des Weisen. Golem. Hier ist die Ornsteinrüstung.
Die ist aber, glaube ich, relativ schwer. Die sieht halt echt geil aus. Was wiegt denn die zusammen? 17, 5, 21, 5, 28, 5. Well, that is a shame, man. But no, come back. Not it. They'll... Ja. 28, 5. Und was haben wir jetzt an? 1, 4, 4, 9, 6, 1, 9, 1. So ungefähr plus 18 mehr. 36. 37 ungefähr. Das ist zu wenig, um unter den 25% zu bleiben. Was ich eigentlich immer gemacht habe, um hier nicht zurückspringen zu müssen. Ah, ich habe dann einfach immer einen Heimkehrknochen benutzt. So, das haben wir auch erledigt. Gut, dann hätten wir alles. Dann können wir runtergehen zu den Geistern. Mahlzeit, die haben wir hier alle irgendwie nur gerettet. Aber erst beim nächsten Mal, denn die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.